So, da hätten wir da also eine so eine Gleichung. Und jetzt müssen wir schauen, wie man das da zusammenfasst. Wenn ich sowas von mir habe, gell, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als wie als erstes einmal die Klammern auflösen. Und auflösen heißt nicht immer, sie einfach nur wegzustreichen. Da zum Beispiel muss ich das ausrechnen, so wie wir es gehabt haben. Außenglied mit dem ersten, Außenglied mit dem zweiten. Also 4 mal 2 ist 8, mal 4 mal minus a ist minus 4a. Jetzt ist die Klammer weg, jetzt habe ich es ausmultipliziert. Und auf der rechten Seite, da sehe ich schon, da innen habe ich eine runde Klammer, die ist halt mit mal 8 zu multiplizieren. Dann mache ich das als erstes. So, 8 mal 1 ist 8, 8 mal minus a ist minus 8a. Nächster Schritt. Da habe ich mal noch nichts zum Ordnen, aber ich muss zuerst einmal die Klammern da auflösen. Da steht ein Minus. Minus und die Klammer kommen weg, dafür drehen sich innen alle Vorzeichen um. Aus dem plus 8 wird ein minus 8, aus dem minus 8a wird ein plus 8a. Jetzt haben wir nur die eckige Klammer. Minus und eckige Klammern fällt weg, dafür drehen sich innen alle Vorzeichen um. Aus dem plus 2a wird ein minus 2a. Jetzt habe ich nichts mehr, aber jetzt kann ich mal ordnen. Links habe ich nichts, das sind Zahlen und etwas mit Unbekannte. Und auf der rechten Seite 5a minus 2a, das sind jetzt 3a, minus 8a sind minus 5a. Dann haben wir da noch plus 3 plus 8 ist plus 11. So, und jetzt müssen wir schauen, der dritte Schritt war nachher alle x auf eine Seite, habe ich es genannt, also alle Unbekannten auf eine Seite. Schauen wir, dass wir alle a da hinüberkriegen. Wenn ich das jetzt sehe, dann fange ich mal mit den a's an. Der Gedankenstrich, dass ich das links und rechts jetzt machen muss. Das minus 5a möchte ich von der rechten Seite wegkriegen. Dann mache ich genau das Gegenteil, also plus 5a. So, das mache ich jetzt im nächsten Schritt. Mit der 8 hat das nichts zu tun, aber minus 4a plus 5a ist plus 1a. Minus 5a plus 5a ist 0, das fällt weg. Naja, jetzt bin ich schon so weit, dass ich das a auf einer Seite habe und auf der anderen Seite habe ich nichts mehr. Jetzt muss ich den 8er dann noch wegkriegen. Machen wir wieder meinen Gedankenstrich. Plus 8, das Gegenteil ist minus 8. Das mache ich jetzt wieder auf beide Seiten. Plus 8 minus 8 verschwindet. Bleibt übrig a. Auf der rechten Seite plus 11 minus 8 ist 3. Das ist jetzt einmal der erste Verdacht. Probe. Ich setze jetzt den Dreier in die Ausgangsgleichung überall dort ein, wo er a steht. 4 mal 2 minus 3 ist gleich. Naja, und jetzt machen wir das so also ähnlich. Manchmal kann man das schon schneller machen, gell? 4 mal 2 minus 3 ist minus 1. Ich muss die Klammern da machen, weil mal minus muss irgendwie getrennt sein. 5 mal 3 ist 15, das kann ich gleich ausrechnen. 2 mal 3 ist 6. Minus 3 ist 3. Das heißt,
Punkt vor Strichrechnung. Ich kann das 2 mal 3 durchaus ausrechnen. Ist 6. Sollen wir es langsam machen? 1 minus 3 ist minus 2 mal 8. 4 mal minus 1, das ist minus 4. So. 6 minus 3 ist 3. Und da darf ich jetzt ja nicht sagen, minus minus ergibt plus 2 oder so irgendwie, sondern da darf ich nicht übersehen, dass da das mal ist. 8 mal minus 2 ist minus 16. Minus 4 ist gleich 15 minus. Jetzt habe ich keine Multiplikation mehr. 3 minus minus wird plus. Minus 4 ist 15. Jetzt wird es gleich knapp da. Minus 3 plus 16 ist 19. Da brauche ich jetzt die Klammer nicht mehr, weil das habe ich ausgerechnet, das ist nur meine Zahl. So, minus 4 ist gleich 15 minus 19 ist minus 4. Jetzt steht links und rechts dasselbe. Wie haben wir immer gesagt, wahre Aussage. Das heißt, das A ist gleich 3, das stimmt. Habe ich mir gleich selber korrigiert. Und der letzte Schritt ist eben, dass ich sage, Lösungsmenge ist gleich 3. So laufen die ganzen Beispiele da.